nicht sicher. Schnell, hier lang. Schnell, wenn der schon sagt, schnell. Ist es vorbei? Das glaube ich aber nicht. Kommst du mit? Danke. Mach du doch mal die Tür auf, nicht ich. Ich mach's mal langsamer auf. Mal drängelt er sich vor, ne? Hoffentlich kommt dieser Bastard nicht zurück. Um deinetwillen, Leslie. Wo sind wir überhaupt? Okay. Das ist ja alles noch ein bisschen. Hier ist der Park jetzt. Genau, das ist der Park, wo uns Sebastian und Co. oben gesehen haben, wie ich Leslie erschießen will. Ja, ja, das ist das. Oder? Ja. Genau. Leslie nach Hause. Mit dem Zug ganz bis nach Hause. Nein, Leslie. Heute nicht. Du beschützt mich? Ja. Das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Sie begehen einen schweren Fehler. Sie verstehen nicht, was aus ihm wird. Wir wissen genau, was aus ihm wird. Deshalb brauchen wir ihn. Sie verstehen nicht, was Ruvik eigentlich will. Ruvik ist Geschichte. Er will Leslie. So wie wir. Haben Sie mehr Angst vor ihm als vor uns? Verarschen Sie mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Genau. Tu das nicht! Verdammt! Nein! Können wir speichern? Sind wir schon wieder in dieser Gebäude hier? Da tun wir jetzt auch speichern. Zack. Hier. Yeah. Zack. Sind wir, geht zügig, oder? Geht zügig. Dann auf geht's. Okay, geht mir da durch. Mach mal auf die Tür, bitte. Ja. Ah, okay. Wir sind im Hospital. Da sind aber ganz viele von den Typen. Das sind seine Homies. Er ist besoffen. Scheiße. Ach, da ist ein Beil. Er ist zu weit gegangen. Ich muss ihn aufhalten. Danke. Das heißt, erst mal gucken, wie. Hier ist ja nichts. Links war ein Beil. Das heißt links. Es ist noch ein Stück weit weg. Ich weiß ja nicht mehr. Da ist eine Flasche. Muss ich hier durch und dann... Oh Gott. Wie laufen die denn? Gehst du da rechts wieder? Ja.
Wo ist denn der, der von da vorne... Oh, das ist risky. Aber der kann uns dann sehen. Jetzt habe ich natürlich die Flasche in der Hand. Das will ich aber nicht. Ach, ich habe auch eine Waffe, aber mit null Munition. Also ich muss die 1 nehmen. Ich will den einen erledigen mit dem Beil. Den da. Aber dazu muss der Heinzi da, der da, woanders hingucken, genau. Den will ich mit dem Beil erledigen. Wir haben hier gespeichert. Flatsch. Da ist noch ein Beil. Oh, die hat die Haare schön heute. Komme ich da nicht durch, ne? Ist das zu blöd? Ach, manchmal. Sag mal her. Ich nehme mir dieses Beil nochmal. Man weiß ja nie, was hier noch alles kommt, ne? So, komm her. Okay. Da ist noch eine Flasche, die brauchen wir jetzt nicht. Zack. Da ist noch ein Ball. Komm. Wollen wir hier nicht. Und flupp. Deckung gehen und Ball nehmen. Okay, da ist der Heinz. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Ist der da lang gegangen oder ist er in die Tür gegangen? Naja, ist ja nur der Raum hier. Wir müssen da ja hin. Aber den brauchen wir doch eigentlich jetzt gar nicht killen, oder? Ich mach's mal trotzdem. Der dreht sich jetzt um, der ist... Wir sind zu weit weg. Nee. Da kann ich auch reinkrabbeln. So wie das aussieht. Krieg ich das kaputt oder ist das nur zum Schutz hier? Krieg ich nicht kaputt. Also, geh mal. Hoch. Jetzt mach. Das ist dieser Überwachungsraum, wo wir dieses Video gesehen haben. Jetzt habe ich... Komm. Mach zu, das Brett. Was denn jetzt wieder? Beantworten Sie unsere Fragen. Was fürchten Sie? Was hängt Ihnen nach? Was brauchen Sie so sehr, dass nur wir es Ihnen geben können? Wollen Sie zurück zu Ihrem erwärmlichen Leben? Sind Sie uns denn überhaupt nicht dankbar? Auf wegen dem hier, oder wie? Wir haben Sie aufgenommen. Ihnen ein neues Leben gegeben. Warum verraten Sie uns? Warum stehen Sie nicht auf unserer Seite? Was das? Oder wie? Mehr ist nicht zu sagen. Ach, wie du willst. Wir gehen hier lang. Gehen wir nicht. Okay, kann ich hier was machen? Das ist okay. Leicht! Klappe halten und aus dem Weg! Nanu? Ach, war das so ein... Oh Mann. Da ist so ein Zeichen, wie das aussieht. Alles klar. Ah, okay. Dankeschön. Was willst du? Ah, da oben läuft er, okay.
Komm hier durch. Nope. Magst du mir wehtun? Nein. Kann ich dich anhören? Ein bisschen Musik? Nein. Ich mach dir noch nicht auf die Lampe jetzt hier. Wir gucken erstmal, was hier ist. Hier? Nö. Auch keine Kassette oder sowas? Gar nichts. Toll. Na dann. Was ist denn jetzt? Warte mal. Ah, okay. Die Patienten sterben, wenn man sie an die Maschine anschließt. Was wollen Sie damit sagen, Jimenez? Nach dem, was Sie mit ihm gemacht haben, kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber es ist, als wäre Rubens Geist im Stem gefangen. Und er greift jeden an, der in das System will. Das ist inakzeptabel. Wir müssen das beheben. Das hier darf nicht alles umsonst gewesen sein. Ruvik. Er war die ganze Zeit im Stem. Nun, er wird mich nicht kriegen. So, ich habe jetzt gedacht, da kommt irgendeine Horde. Daraus. Das ist halt immer blöd, wenn man da. Beim ersten Mal muss man halt immer gucken, was passiert. Aber warum Leslie? Was ist so besonders an ihm? Leslie war nicht immer so. Er wurde durch ein traumatisches Kindheitserlebnis katatonisch. Er sah, wie seine Familie ermordet wurde. Die Daten legen nahe, dass Gehirnwellensynchronisation mit Ruben bei bestimmten Traumata korreliert. In diesem Fall Rubens Verlust seiner Familie. Das genügt nicht. Wir brauchen etwas anderes als Basis. Etwas, das für viele verschiedene Personen geeignet ist. Mhm. Komm mit der Sache näher. Okay, hier kann ich wieder verstecken. Deckung gehen, meine ich. Kann ich hier... Mal erst gucken, ob man hier irgendwas drücken kann. Was leuchten kann. Da ist eine Tür. Nein. Kann ich wenigstens hier durch? Auch nicht. Nope. Na dann gehen wir weiter. Hier ist nix. Schritte? Ich höre auch kein Geräusch. Also keine... Schritte. Hier war doch irgendwas Grünes. Da ist es doch. Kassette. Sie werden langsam ungeduldig und verlangen Berichte über den Entwicklungsfortschritt. Zuerst war nur das Ergebnis wichtig, doch jetzt setzen Sie uns unter Zeitdruck. Typisch Bürokraten. Ich habe Ruben gedrängt, aber er hat sich noch weiter zurückgezogen. Er forscht zu Hause und kommt nur ins Labor, wenn er direkt am Stem-Prototyp arbeiten muss. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl und Mobius hat sicher auch schon seine Zweifel. Mhm. So tut sich die Geschichte ganz langsam fortbewegen. Mir fehlt das Wort gerade. Irgendwas? Nein. Geht ja nur das. Ich laufe hier rum, ohne in Deckung zu gehen und solche Geschichten. Aber hier scheint auch niemand anderes zu sein. Was ist das denn? Ein Becken. Da ist ein Zeichen auf dem Tisch. Sollen wir erst hier reingehen oder... Erst das Zeichen, aber ich sage erstmal hier rein. Hier ist aber gar nichts. Oder? Hier ist nichts. Nein, hier ist nichts, also Zeichen auf Tisch anleuchten. So, bitte. Ist das ein Modell? Wir brauchen etwas Rationales im Stem. Diese Person könnte Ruben neutralisieren. Ich meine, Ruvik. Mit meiner Kenntnis des Systems könnte ich? Auf keinen Fall. Sie dürfen die Sache nicht noch weiter verkomplizieren. Wir bereiten jemanden von uns vor. Schicken Sie jemand Unerfahrenen. Wir wissen nicht mal, ob man zurück kann. Dann muss es jemand in
Entbehrliches sein. Na, du Arschloch. Entbehrlich? So denkst du also über mich? Und ich hab dir vertraut. Was ist denn das jetzt hier? Giftgas oder wie? Geh mal hier lang. Entbehrlich sind wir also. Hier ist nix. Nee. Oh. Mann, du. Kommt ihr da runter oder so? Sag mal her. Bäh. Okay, jetzt hat sich das hier alles geändert. Ich guck grad mal, ob man hier noch... Kann ich das einschalten? Nee. Dann gehe ich jetzt nochmal hier gucken. Alter, hör doch mal auf mit deinen Schuhen immer da rumzutippen. Oh. Was war denn das eben? Ich ja nicht lang. Hier ist doch dieses Geräusch manchmal hier, wenn ich dann so rumbeame. Nö. Das ist eine Falltür. Okay. Kann die auch nicht irgendwie hier... Was ist denn los? Hier ist doch manchmal dieses komische Geräusch zu hören. Hm. Bin etwas überfragt. Ah, okay. Alles klar, das war das, was ich gehört habe. Oh Gott, das erinnert an Hostel. Komme ich da eigentlich hoch? Kann ich nicht hoch. Bäh. Heilige Scheiße. Kommt aber doch bestimmt gleich einer rausgefallen, aber ich kann hier nichts machen. Schade. Was war denn das jetzt wieder? Geh mal hier, man weiß ja nie, was sich hier ändert. Da war es doch eben. Na komm. Hölle. Das Hostel. Wo bin ich denn jetzt? Guckt einen zu viel Quentin Tarantino. Was ist das? Nix. Okay, das sieht irgendwie nach mächtig Ärger aus hier, ehrlich. Ja, hier ist ein Kontrollpunkt. War hier? Was hat denn der hier gemacht? Ich geh mal mit. Das ist... Danke! Trinken wir später, gell? Hier, strahl mich nicht so an, ich kann zurückstrahlen. Hier. So, hier ist er eben Karl-Heinz lang gegangen. Mit Torben Hendrik. Ach, das ist doch ganz am Anfang gewesen, oder? Ja, genau. Hauptspiel ganz am Anfang. Ja. Jetzt habe ich's. Genau, ich erinnere mich lang. Da war ja auch... Wir rennen auch mal. Besser ist es, du. Ja, das ist es. Ja, ich wusste es doch.
komm. Das war ja hier, wo er bitterbös in Problemen war. Okay. Na dann. Bitte. Das ging ja jetzt noch. Ich habe jetzt wieder gedacht. Ja, ja. Okay. Was schaltest du jetzt hier ein, was uns hier zerfetzt? Sie können tun, was Sie wollen. Sie halten mich nicht auf. Ist nix. Hoch. Wir haben ja auch schon mal. Müssen wir da runter? Weiß ich nicht. Gehen wir hier lang. Links kann man rein. Gehen wir auch rein. Aha. Spähen geht nicht. Geht nur durchklettern. Okay. Der hat eine Wumme. Ganz schlecht. Und ganz hinten steht schon wieder eine Flasche auf dem Tisch. Geht nicht. Alles klar. Und ein Beil. Mhm. Der kommt jetzt aber nicht von vorne, ja? Alles klar. Dass der aber eine Waffe hat, finde ich mittelgut. Wo ist denn der jetzt? Wir müssen erst einmal sehen. Meine, dass der jetzt hier. Wo ist denn der? Da ist er. Das ist schlecht, ich weiß noch nicht, wo der lang geht. Okay, alles klar. Müssen wir noch irgendeine Keykarte hier sammeln oder sowas? Jetzt nicht, dass der jetzt hier umdreht. Der ist zu weit weg. Aber hier, glaube ich, mussten wir auch schon mal eine Keykarte sammeln. Ich gucke jetzt mal. Kann nicht mehr als schief gehen. Hä? Oh, Mann, du. Na gut. Ich habe diese Scheiße satt. Erstmal gehe ich in Deckung und zweitens gucke ich mal, was hier ist. Null Schuss, null Schuss, null Schuss. Ergebnis, Taschenlampe in die Hand. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich durch diese Tür. Aber hier ist Munition. Okay. Vier. Nachladen. Auf 3 haben wir auch hier Munition, haben wir nicht. Also, okay, alles klar. So, jetzt. Ich gucke hier nochmal alles ab. Nein. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen hin, weil ich habe auch Heuschnupfen. Und zwar ohne Ende. Okay, wir gehen erstmal hier rein, oder? Kann man sich hier verstecken? Sonst nix? Was, wegen dem Heinzel? Oder was erwartet uns hier noch? Gut, dann mache ich jetzt mal Krach, ne? Oh. Deswegen. Wie viel sind das? Oh, fuck. Jetzt gehe ich mal hier. Und gehe mal hier rein. Mann, versteck dich doch!
Wehe, du machst jetzt die Tür auf. Ich schieße dir so in die Birne. Du war aber schnell da, ne? Alter, hau ab! Ist er noch hier drin? Das hört sich ja an, als ob die Türen aufmacht, ne? Schießt sie jetzt über den Haufen. Oh, wie viel sind das denn? Bitte. Alter, schieß doch mal! Das gibt's nicht, ne? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Wieso konnten die jetzt nicht schießen? Oh, Mann! Muss nochmal machen. Wo hat denn der gespeichert? Ne, hier. So. Alter, geh doch! Rein da. Nein, nein. Geht nicht. Das ist nicht euer, das ist nicht, ich krieg, also nee, oder? Nee. Mann. Dann halt nicht so. Okay, ich hab 2 Schuss, da muss ich nachladen. 3 in Reserve. Wie viel sind denn das? Ach, der hat ja auch eine. Na? Jetzt habe ich aber keine mehr. Oh. Okay.